Und ihr habt schon ein bisschen was erlebt und gesehen von Europa, denn von dort aus zog er nach Teneriffa, den Europapark. Dann ging es für ihn nach Amsterdam und seit 2005 ist er bei uns in Berlin. Die Bezeichnung Silberrücken kann man sehr gut an seiner Fellfärbung hinten erkennen, an der silbergrauen in den ersten Jahren. Vor der Geschlechtsreife werden die männlichen Gorillas noch schwarzrückig genannt, denn sie sind dann noch schwarz gefärbt. Und wenn sie in die Geschlechtsreife kommen, so zwischen 10 und 12 Jahren, dann färbt sich das um in silbergraue. Und so zwischen 18 und 20 sind sie dann vollständig erwachsen und die Färbung erstreckt sich dann vom Nacken bis über die Schenkel. Darüber hinaus kann man ihn noch sehr gut erkennen und unterscheiden von seinen drei Damen. In der Größe und in seinem Gewicht natürlich. Er bringt ungefähr 180 Kilo auf die Waage. Die weiblichen Gorillas wären bis zu 120 Kilo schwer. Und er ist ca. 1,70 Meter groß. Allerdings den Silberrücken ist das nicht allzu groß. Es gibt schon einige Exemplare, die vielleicht so 10-20 cm größer sind. Die weiblichen Gorillas gewähren bis 1,50 m. Auch sein Armfell ist sehr viel länger und der Kopf auch sehr viel ausgeprägter. Zu meiner Linken, etwas weiter unten sitzen Penzen. Die allerdings sind auch gar nicht unter den Lippen, weil sie Silberrücken verwechseln, weil sie eine leicht Farbe auf den Lippen haben. Aber das zeigt bei den beiden Einzelnen nur, dass sie natürlich individuell verschieden aussehen können. Wenn sie jetzt eine älteste in der Gruppe mit 30 Jahren hat, sie auch schon einige Jungtiere zur Welt gebracht, die mittlerweile in Holland und Frankreich leben und dort auch schon für gesorgt haben. In der Mitte von den drei Damen ist die kann man sehr gut erkennen. Das wird sich vielleicht noch im Laufe der 5 Minuten zeigen, indem sie sich gerne die linke Hand ans linke Ohr hält. Das ist so eine Art Entspannungshaltung von ihr. Jambala ist 14 Jahre alt und hier auch bei uns in Berlin geboren. Mit 14 ist sie aber trotzdem schon völlig erwachsen. Die weiblichen Gorillas werden schon ungefähr mit zwischen 6 und 8 Jahren geschlechtsreif. Und so ein bisschen klein geht es, weil ihre Mutter auch nicht gerade die größte war, die mittlerweile in so einem Lippen lebt. Und die Jambala musste von uns mit der Hand aufgezogen werden, weil die Mutter eine entzündete Brust hatte. In den letzten Tagen und Wochen klammern sich ja die Jungtiere mit den Händen, mit den Füßen in das Bauchfell der Mutter fest.